Niederbayern 100.de. Die 100 Sekunden Videonachrichten mit allem Wichtigen aus Niederbayern und der Region. Täglich aktuell ab 12 Uhr mittags. Immer wissen, was los ist. Präsentiert von Sanitätshaus Göldner in Eggenfelden, Pfarrkirchen, Simbach am Inn und Arnsdorf. Wir tun was für Ihre Gesundheit. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Radio Trausnitz Niederbayern in 100 Sekunden. Annulliert, das stand heute oft auf den Anzeigetafeln des Flughafens im Erdinger Moos. Um 5 Uhr hat der Warnstreik begonnen. Etwa 1000 Mitarbeiter der Frühschicht wurden zum Warnstreik aufgerufen. Beteiligt haben sich etwa 300, hieß es von der Gewerkschaft Verdi. Die Lufthansa hat rund 140 Flüge gestrichen. Erschütternde Details sind gestern im Mordprozess vor dem Landgericht Landshut ans Licht gekommen. Angeklagt ist ein Mann, der eine Rentnerin in Dingolfing brutal ermordet haben soll. Gestern hat eine Freundin der Ermordeten ausgesagt. Sie hatte bis zur Tat mit dem Opfer telefoniert und musste den Anfang des Mordes mit anhören. Ein Polizist, der am Tatort war, sprach von einem Bild des Grauens. Am Montag geht der Prozess gegen den Russlanddeutschen weiter. Die Spürnase eines Rauschgifthundes hat in Niederbayern die Droge Crystal Speed erschnüffelt. Gefunden wurde die Droge bei einem jungen Mann, der aus Tschechien eingereist war. Rauschgifthündin Paula entdeckte das Versteck im Fußbereich des Mannes. Dort hatte er 35 Tütchen mit Crystal Speed versteckt. Das entspricht über 100 Rationen der gefährlichen Droge. Die Kirche lädt zum Urlaub ein. Hochwasseropfer aus dem Raum Deckendorf bekommen vom Bistum Regensburg einen kostenlosen Urlaub spendiert. Bistum und Caritas laden die Betroffenen in den Bayerischen Wald ein. In St. Engelmar hat die Caritas ein Familienfreizeitzentrum. Eingeladen sind Hochwasseropfer aller Nationalitäten und Glaubensrichtungen. Die Polizei spricht von einem unglaublichen Vorfall. In Landshut hat ein unbekannter Mann einen 10-jährigen Buben einfach mal so geohrfeigt. Der Bub war auf dem Heimweg von der Schule, als ihm der Mann im Vorbeigehen mit voller Wucht ins Gesicht schlug. Außerdem zog der Mann den ahnungslosen Schüler am Ohr. Grund: angeblich soll der Bub seine Tochter geschlagen haben. Die Mutter des Jungen hat Anzeige erstattet. Mehr Nachrichten bei uns unter radio-trausnetz.de.